killt paradoxerweise die Zinswende in den USA, die Rallye des Nasdaq, und macht damit den US-Aktienmärkten insgesamt Schwierigkeiten, denn diese großen Nasdaq-Titel, wenn die fallen, dann hat das natürlich Einfluss auf den Leitindex S&P 500, dürfte auch diesen deutlich belasten, eben weil diese Tech-Schwergewichte so stark, ein so starkes Gewicht in den Indizes haben. Das könnte vielleicht das Thema werden. So lange hat man gehofft, dass die Zinsen sinken. Dann kommt die offizielle Bestätigung durch den Fed-Chef. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie die Gemengelage ist. Natürlich ein ruhiger Auftakt eigentlich in diese Woche ohne große Nachrichten. Man wartet vor allem auf die Nvidia-Zahlen am Mittwoch. Und wenn Nvidia positiv überrascht, und natürlich wird man das, weil man sehr kreativ auch in der Buchführung ist, dann könnte das alles wieder anders werden. Aber die Wall Street hat ein konstantes Muster. Alle da rein, alle da raus. Das ist der Herdentrieb, der an der Wall Street eben sehr stark ausgeprägt ist. Und man sagt sich, naja, gucken wir uns doch mal die Bewertungen an. Die großen Tech-Werte, die sind nicht billig. Die anderen Aktien dagegen, gleichgewichteter S&P 500, also der Rest, die 490, 493 Aktien aus dem S&P 500, die sind nicht so wirklich teuer. Oder die US-Nebenwerte auch nicht so teuer. Also gehen wir doch da mal rein, weil da die Chancen besser sind, dass wir starke Kurs Zuwächse haben, während eben die großen Tech-Werte ja viel von dieser Rallye schon mitgemacht haben oder eine massive Rallye hier gezaubert haben. Schauen wir uns das Bild mal an. Da sehen wir Nasdaq, schwächster Index. Wir hatten den Dow doch deutlich positiv, auch den Russell 2000, diesen Nebenwerte-Index. Aber dann dieser Druck beim Nasdaq, der sich schon so leicht angedeutet hat Ende letzter Woche, der setzt sich fort. Wir sehen eine Nvidia, eine Apple, eine Microsoft im Minus. Nicht dramatisch, aber man steigt eben nicht mehr, könnte man sagen. Und Habeck sagt ja, was nicht steigt, muss nicht zwingend fallen. Die steigen einfach nicht mehr, aber schauen wir uns auch eben mal an, dass sich das Ganze angedeutet hat. Ich habe diese Grafik heute Morgen im Videoausblick schon gezeigt. Links RSP, also gleichgewichteter S&P 500, alle Aktien gleichgewichtet. Daneben Triple Q Nasdaq, daneben Spider, also S&P 500, und rechts die Nebenwerte. Und wir sehen an der Reaktion auf die Powell-Rede, als er sagte, die Zeit ist gekommen, um eine andere Geldpolitik zu machen, da sind die anderen fröhlich nach oben geschossen, der Nasdaq doch eher verhalten. Und das setzt sich heute fort. Und die Wall Street ist ja sehr statistisch orientiert und guckt, naja, was ist denn in vergangenen Zinssenkungszyklen passiert? Da sind zum Beispiel die kleinen Werte und die mittleren Werte viel besser gelaufen als die großen Werte. Das sehen wir hier in dieser Grafik. Also kaufen wir doch mal die kleinen und die mittleren und eben diejenigen, die nicht so wahnsinnig toll gelaufen sind. Und dann ist eben plötzlich die Frage, ja, sind wir denn zu konzentriert? Ist diese Verklumpung in den Aktienmärkten, die auch entstanden ist durch diese ETF-Zuflüsse, also wo Investoren den Index über ein ETF kaufen, also kauft man eben vorwiegend jene Aktien mit, die die stärkste Gewichtung haben. Eine Apple, eine Microsoft, eine Nvidia. Ist das vielleicht ein bisschen too much? Vor 10 Jahren waren die 10 größten Aktien noch 14% des S&P. Inzwischen sind sie ein Drittel. Und jetzt muss Nvidia natürlich liefern am Mittwoch, sonst könnte es unschön werden. Sonst würde das sich vielleicht negativ auswirken, was im Vorfeld eine Euphorie da ist. Sie finden kaum einen Analysten, der nicht schnell genug auf den Baum kommt und sagt, Nvidia kaufen, kaufen, kaufen. Die werden also ganz, ganz tolle Zahlen bringen, und ja, die Zahlen werden wahrscheinlich gut sein. Die Frage ist, wie wird der Ausblick dann hinter den Zahlen sein? Also die Frage, der neue Chip, wann kommt er denn? Was wird das bedeuten für das zukünftige Geschäft von Nvidia? Daher die Aktie, oder nicht daher, aber die Aktie heute jedenfalls trotz dieser Millionen von Kaufempfehlungen heute im Minus. Und auch das drückt auf den Nasdaq. Hier sehen wir hatten ja diesen Abverkauf am 22. und dann diese Erholung. Heute sind wir zwischenzeitlich unter das Tief gefallen des 23. Man nennt solche Kerzen, wenn man es jetzt mal im größeren Zeitfenster sehen würde, Control Bars. Also da ist, wird um Kontrolle gerungen. Wer hat die Kontrolle, die Bullen oder die Bären? Also das wird jetzt ein interessanter Kampf. Und dann lesen wir plötzlich solche Sachen wie im Wall Street Journal. Ja, also die chinesischen KI-Ingenieure, die nutzen ja heimlich Nvidia-Chips. Ja, wer hätte das denn ahnen können?
Hier sagt ein Twitter-Account, naja, schaut euch doch mal die Zahlen von Nvidia an und da finden wir einen riesigen Posten Singapur. Ganz viel geht nach Singapur und glauben Sie mal, was machen die Herrschaften in Singapur? Na, die lassen natürlich die chinesischen KI-Ingenieure mit diesen Chips ein bisschen arbeiten. So ist die sehr strenge Vermutung. Also da könnte auch regulatorisch vielleicht mal ein bisschen Gefahr auf Nvidia hinzukommen. Insgesamt aber ist die Wall Street sehr optimistisch, dass erstens die Wirtschaft ein Soft Landing absolviert, zweitens aber gleichzeitig die Zinsen um und bei so stark sinken wie etwa nach Platzen der Dotcom-Blase oder wie eben nach der Finanzkrise oder in der Finanzkrise. Dementsprechend sehr optimistische Grundannahmen, die hier zugrunde liegen. Wenn die Wirtschaft nicht wirklich in eine Rezession fällt, dann dürfte die Fed es nicht so eilig haben, die Zinsen zu senken. Und wenn die Wirtschaft in eine Rezession fällt, dann dürfte die Fed die Zinsen sehr stark senken und zwar sehr drastisch senken wahrscheinlich. Gleichwohl sehen wir mal hier diese Tabelle, aus der wir sehen, wenn Sie da eben bei S&P 500 mal gucken, die Wahrscheinlichkeit, die eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Rezession 0%. Bedeutet mit anderen Worten, wenn eine Rezession kommt oder kommen sollte, dann wäre der Markt nicht ganz korrekt bepreist, könnte man vermuten. Wir hatten heute die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter. Nicht mehr so wichtig früher, vor ein paar Jahren war das noch eins der Top-Daten, jetzt nicht mehr ganz so wichtig. In der Headline super hübsch, 9,9%, viel besser als erwartet, lag aber ausschließlich an massiven Boeing-Aufträgen in diesem Monat im Juli. Da hat man mal richtig abgesahnt, aber das wird sich nicht fortsetzen, das passiert nicht jeden Monat so. Hätte man diese Aufträge nicht gehabt, dann wäre die Zahl im Minus, dazu wurde der Vormonat nach unten revidiert, also man sieht, dass die Industrie jetzt nicht so richtig robust dasteht. Das sehen wir ja auch in den Einkaufsmanager-Indizes aus den USA, ja geradezu weltweit. Und die Wahlen in den USA, die scheinen viele Firmen auch so ein bisschen zurückhaltend zu machen. Hier mal gefragt, ja, seid ihr mit euren Investitionen, was macht ihr da? Dann sagen immerhin 18%, naja, die verschieben wir, weil wir erstmal abwarten wollen, was da passiert. Immerhin 12-13% sagen, die werden wir jetzt erstmal runterfahren. Und das könnte auch sozusagen im Vorfeld dieser Wahl die Wirtschaftstätigkeit in den USA noch mal ein bisschen dämpfen, wenn da nicht so viel investiert wird. Und wir haben ja gesehen, die Containerraten sind stark gestiegen. Jetzt wieder diese Bilder dieses beschossenen Schiffes im Roten Meer. Also der Zwang für die Reedereien, diese langen Wege, um das Kap der guten Hoffnung einzugehen. Das könnte hier ein Problem sein, zumal eben die Fed der Überzeugung ist, dass hier die Inflation jetzt beendet ist. Mission accomplished. Mal gucken, ob das passiert. Dann heute der Ölpreis deutlich angestiegen, nachdem Libyen gesagt hat, oder genauer gesagt Ostlibyen gesagt hat, also wir stellen die Ölproduktion ein, werden kein Öl mehr exportieren. Da geht es um einen Kampf, eine Art Bürgerkrieg zwischen dem Regime in Ostlibyen, habe ich gesagt Libanon, nee, Libyen auf jeden Fall, und der anderen Fraktion in Tripolis. Und das bedeutet, dass gut 1 Million Barrel nicht auf den Markt kommen. Das ist eigentlich nicht so viel, aber eben nicht erwartet, kommt ziemlich überraschend. Und das in einer Situation, in der Hedgefonds und andere Player so wenig long in Öl sind, wie seit langem nicht mehr. Und das, obwohl ja diese Gefahr nach wie vor im Nahen Osten insgesamt lauert. Aber wenn die Fed jetzt die Zinsen senkt, dann schauen wir uns mal an, was passiert denn dann. Wir haben ja ohnehin schon krasse Defizite. Das krasseste Defizit hat jetzt seit dem Zweiten Weltkrieg Biden gefahren und zweitbester ist Trump. Und wenn wir mal uns die Vorschläge von Kamala Harris anhören, soweit überhaupt welche gemacht wurden, dann klingt das jetzt nicht nach Sparsamkeit unbedingt, sondern nach, wir geben wunderbar Geld aus, weil wir wollen euch doch allen helfen. Und das sozusagen noch bei sinkenden Zinsen, nicht, dass das irgendwie inflationär wirken könnte, angesichts der Tatsache, dass ja die Schulden ohnehin bei fast 100 Billionen sind, wenn wir alles mal zusammenzählen, also Firmen, Haushalte und eben den Staat, während das BIP deutlich weniger stark gestiegen ist, sind also die Schulden deutlich stärker gestiegen, aber wir machen noch viel krasser weiter als bisher. Und all das basiert auch auf einer Immobilienblase, die wahrscheinlich jetzt nicht so gefährlich ist wie 2008, weil
da niemand mehr wusste, A, wo sind die Risiken und B, die Banken schlechter aufgestellt werden und waren und C, eben an jeden Kredite vergeben haben. Das ist nicht mehr der Fall. Aber gucken wir uns mal die inflationsbereinigten Immobilienpreise an in den USA. Dann sehen wir, die sind deutlich höher als auf dem Hochpunkt damals der Hauspreisblase in den USA. Also da darf nicht schief gehen, denn das ist ja praktisch auch der oder ein zentraler Wertspeicher für die amerikanische Bevölkerung. Wenn da mal die Preise ins Rutschen kämen, dann uiuiui. Interessant fand ich diese Grafik hier, die mir ein Freund zugemeldet hat, nachdem wir uns über die Bevölkerungsstruktur in den USA unterhalten haben. Und es ist so, dass die Hispanics inzwischen 19,5% der Bevölkerung stellen, die schwarze Bevölkerung allerdings nur noch 12,6% der Bevölkerung ist. Also das ist eine relevantere Wählergruppe inzwischen als die Schwarzen in den USA. Finde ich persönlich sehr, sehr interessant. Kommen wir nochmal zurück nach Germania und da sehen wir IFO-Index. Die Stimmung der Unternehmen in Deutschland ist im Sinkflug. Dritter Rückgang nacheinander. Die Unternehmen beurteilen ihre aktuelle Lage schlechter. Die Erwartungen fallen pessimistischer aus. Die deutsche Wirtschaft gerät zunehmend in die Krise. Ja, wie kommt das? Wie kann ja sowas nur passieren? Schauen wir uns mal hier Manufacturing PMI, also Einkaufsmanager-Index der deutschen Industrie an. Seit mehr als 25. Monat, Monat für Monat in der Kontraktion. Und das alles noch in einer Situation, wo wir mit den höchsten Anteil von alten Menschen haben. Jetzt müsste man sagen, ja gut, dann müssen wir das Rentenalter raufsetzen, will keiner. Oder wir müssten die Pensionen ein bisschen kürzen, will sowieso keiner. Oder wir bräuchten eine Immigration von Qualifizierten. Das passiert aber eher überhaupt nicht, wie wir alle inzwischen immer deutlicher sehen. Aber wir haben ja sehr gute Ideen des Wirtschaftsministers Habecks, der sagt, ja, produziert doch nur dann, wenn der Wind weht. Gell, das wäre doch eine gute Sache. Und wenn der Wind und die Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, dann produziert halt nicht. Gell? Das ist jetzt eine Vorstellung, die die deutschen Wirtschaftsvertreter jetzt nicht so genial finden, überraschenderweise. Warum eigentlich nicht? Ist doch eine tolle Idee eigentlich vom Robert. Aber die bösen Wirtschaftsheinis, die machen immer was anderes. Was anderes besprechen wir mit André Stagge oder Icke mit André Stagge in einem Gespräch, das wir hatten schon am Dienstag, aber da geht es um die großen Linien, also ob das jetzt am Dienstag war oder gestern, ist eigentlich ja nicht so wichtig. Wer Lust hat, sich masochistisch zu betätigen und sich das anzuschauen, ich packe Ihnen den Link unter das Video. Das ist die eine Empfehlung. Und die zweite Empfehlung nochmal, Nvidia vor den Quartalszahlen, was da zu erwarten ist, wie ist die Stimmung, wie ist die Lage. Das ist die zweite Empfehlung und ich empfehle mich jetzt auch und sage Servus, ciao.